Die Kloten Flyers traten mit dem Selbstvertrauen des gestern kaum geforderten Siegers an. Fribourg-Gottéron in Weiß wollte die knappe und späte Niederlage gegen Davos vergessen machen. Zweite Minute, Fribourg bereits in Unterzahl, die Flyers mit starkem Powerplay. Und nach einer Minute und 42 Sekunden lag Kloten bereits in Führung, dank dem Tor des Kanadiers Domenico Pittis. In der Folge erarbeiteten sich die Gäste einige gute Chancen, aber die Zürcher spielten doch eine Spur geradliniger, schneller und effizienter. Herrlich dieser Hocheckschuss von Frederik Roten zum 2:0 in der 10. Minute. Romano Lem hatte die Vorlage geliefert. Die Freiburger schwächten sich immer wieder mit kleinen Bankstrafen. Die Flyers stark im Powerplay. Patrick Bertschi auf Marcel Jenny. 18 Sekunden vor drittes Ende traf der zum 3:0. Mit etwas Glück. Gutteron-Trainer Mike McParland musste auf eine gewaltige Leistungssteigerung seines Teams hoffen. Aber der Fribourg-Aufschwung war nicht auszumachen, weil die Kloten Flyers auch im zweiten Abschnitt das Tempo hochhielten. Und so hieß es schon bald 4:0. Diesmal war der Finne Kimmo Rintanen an der Reihe in der 24. Minute. Danach schalteten die Flyers einen Gang zurück, ohne selber Schaden zu erleiden. Torhüter Tobias Stephan durfte auch vor dem letzten Drittel auf einen weiteren Shutout hoffen. Fribourg schon wieder zum 7. Mal in Unterzahl gleich nach Wiederbeginn. Topscorer Darren Quint zog ab und traf zum 5:0. Der Amerikaner war der 5. verschiedene Klotener Torschütze und es war das 3. Tor in Überzahl. Dabei ließen es die Gastgeber bewenden, der Rest war feiern. Kloten Flyers, Fribourg-Gottéron 5:0.